Ich hatte den Diplom an. Und meine Augen, wenn ich durch die Stadt gehe, saugen das Elend auf, was ich sehe. Jeden Donnerstag singen wir vor Ringos Café, vor Böden, in der Ecke, seit über einem Jahr. Beim Singen mache ich mir gerne so visuell, so gucke ich mir die Leute an. Und ja, mache so meine Studie. Die meisten, wenn wir singen, und ich denke, wir singen ganz gut, wie bitte? Nehmen keinen Gesang, 7, 9, keine Akustik, keine Musik mehr auf. Die nehmen das gar nicht wahr. Sie laufen mit gesenktem Blick vorbei, ohne Reaktion, oft noch mit Maske an der frischen Luft, ausdruckslos die Gesichtszüge. Ich finde es gruselig. Der Bundeskanzler Scholz, die rote Linie ist schon lange überschritten. Sie war für mich schon am 18. November 2020. Das war der Tag, wo das Infektionsschutzgesetz verändert wurde, überschritten. Und mündet nun schließlich eine in den geplanten Wahnsinn der Zwangsimpfung. Ab 16.03. des nächsten Jahres dürfen nur noch Geimpfte im Pflege- und Gesundheitsbereich arbeiten. Wer sind da die Nächsten? Berufsverbot. Ich kenne diesen Begriff noch von früher. Ich kenne diesen Begriff, dieses Wort, aus dunklen Zeiten der deutschen Geschichte. Ich denke an die jüdischen Mitbürger und Andersdenkenden im Dritten Reich. Ich denke auch an DKP-Mitglieder in Westdeutschland, die Berufsverbot bekommen hatten in den 60er, 70er Jahren. Und ich denke an die andersdenken, aufmüpfigen DDR-Zeit. Ich war eigentlich mal der Meinung, wir Deutschen hätten ganz gut unsere Geschichte aufgearbeitet. Nein, ich muss heute erkennen, wir haben in der Aufarbeitung versagt. Das gilt für meinen Herrn noch drüben, hier drüben sitzen. Was stand vor 14 Tagen an einem Laden am Usedom? Kauft nicht bei Ungeimpften. Scheiße. Am letzten Freitag bin ich durch Dürren gegangen. Ich habe mir die Läden angeschaut von außen und überall der Hinweis, Zutritt nur bei 2G. Liebe Mitmenschen, für das Privileg. Könnt ihr euch mal einen Mitmenschen hineinversetzen, der vor der Eingangstür zum Laden steht? 2G. Es ist nicht nur eine Frechheit, in meinen Augen ist es ein Verbrechen. Leute, das ist wie, Hunde müssen draußen bleiben. Für Juden kein Zutritt. Oder? Ich habe bei mir zu Hause eine alte Hausordnung im Flur hängen. Die habe ich mal geklaut in so einem Bürgerhaus in Meißen, als ich Student war. Paragraph 1 lautet dabei Betten und Hausieren verboten. Nein, haben die gemacht. Wie steht es in unserem Grundgesetz? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dafür stehen wir hier. Und dafür bin ich im Herbst 1989 Ebenwunder in Döbeln auf die Straße gegangen. Zum Beispiel, apropos Betteln. Ich habe letzte Woche meine Brötchen einem Hochmarkt nahe Döbeln bezogen. Bio natürlich. Ich ging wie immer in den Hochmarkt hinein. Und so kamen die Verkäuferin auf mich zugeschossen. Ab sofort müssen Sie eine Maske hier tragen. Ich hätte doch noch nie bisher eine Maske getragen müssen. Es war der Mitarbeiter bekannt, dass Sie aus gesundheitlichen Gründen einen Attest haben. Man hat das auch 20 Monate lang in dem Laden akzeptiert. Ich durfte also nicht rein am letzten Mittwoch und musste an der Laden
Eingangstür stehen bleiben. Dorthin brachten die Verkäuferin, der das absolut peinlich war, ich bin kein Leute, die Tüte mit dem Brötchen und gaffte mich ab und ran. Die Verkäuferin tat mir leid, weil sie entschuldigte sich. Als die Chefin des Ladens mich sah, sagte sie zu mir, dass sie noch